Zell am See bietet im Advent ein besonderes Konzerterlebnis. Im ausverkauften Ferry Porsche Congress Center begeistert der Schlagerstar Semino Rossi zusammen mit den Salzburger Chorknaben und Chormädchen die zahlreichen Besucher. Der aus Argentinien stammende Fixstern des Schlagerhimmels lässt sich dabei vor seinem exklusiven Konzertauftritt von der besonderen Adventstimmung in Zell am See inspirieren. Und der erste Eindruck, was ich bekommen habe, ist dieser wunderschöne See. Und ich komme aus Argentinien und ich lebe auch neben die Wasser. Und das Wasser für mich eine große Bedeutung hat. Deswegen der erste Eindruck vom Zell am See, dieser wunderschöne See. Und heute habe ich eine kurze Runde gemacht in diese Weihnachtsmarkt gewesen. Sehr, sehr schön dekoriert, wunderschöne Ambiente. Den Auftakt der Konzertveranstaltung bilden die Salzburger Chorknaben und Chormädchen unter der Leitung von Helmut Zeilner. Zahlreiche Auslandsreisen haben den Chor inzwischen weit über die Grenzen Salzburgs bekannt gemacht. Der Chorleiter sowie die jungen Musiker und Sänger und natürlich auch das begeisterte Publikum sind davon überzeugt, dass sie mit ihrer Musik Großes leisten. Wenn man das Gefühl hat, man hat einen Draht zu den Kindern, wenn man zusammen Spaß hat, natürlich mit viel Disziplin und viel Strenge auch, also ein Mix aus beiden, geht das eigentlich von selber. Wir machen sehr viel Stimmbildung, wir haben einen großen Teil der Chorprobe eben, wo wir einsingen, wo wir uns die Stimme anschauen, wie kann man die Stimme noch verbessern und dann tun wir einfach unsere Stücke arbeiten, was gefragt ist. Der Helmut, der macht wirklich viel mit uns und wirklich voll coole Sachen, wo man viel Erfahrung sammeln kann. Wir sind ein Teil vom Musikum Salzburg, seit 1966 mittlerweile schon, also eigentlich seit Beginn. Und sind auch sehr froh, dass wir im Musikum beheimatet sind. Vor allem, dass sie die Leute, ja, jetzt vor allem in der Weihnachtszeit, sie das irgendwie schon zu Herzen nehmen und dass sie dir gefreut ist auch und sie gefreut ist dann auch. Ich denke schon, dass wir da auch was bewirken. Semino Rossi, der 1985 aus Argentinien über Spanien nach Österreich kam, ist nicht immer im Rampenlicht gestanden. Der Weg vom Straßenmusiker zum ganz großen Star der Szene ist steinig und lang und hat den Musiker geprägt. Ich habe sehr klein angefangen auf der Straße und vielleicht kann ich jetzt genießen mit anderen Bedeutung die Erfolg, was ich erreichen, aber mit der Hilfe von den Fans, weil keine Künstler erreicht eine bestimmte Ebene ohne die Bestimmung von den Fans. Ich kann genießen diese Momente, was ich habe. Ich möchte nicht unzufrieden sein. Ich habe so viel erreichen in meinem Leben. Und wenn alles so bleibt, ich bin der glückliche Mensch auf der Welt. Und ich werde auf der Bühne sein, solange die Fans sich wünschen, werde ich hier sein. Von seiner authentischen und ehrlichen Art, die ihn auf der Bühne so unvergleichlich erscheinen lassen, sind auch die treuen Fans begeistert und sichtlich überzeugt. Das Konzert hat mir heute sehr gut gefallen. Besonders, wie er das Publikum so bewegt hat, mitzumachen. Das war sehr schön. Er ist ein Mensch, er geht auf die Leute zu, er ist ein Mensch geblieben und so wie er das singt, so spürt man das auch im Herzen. Er ist einfach total natürlich, nicht so wie viele andere. Ein Wahnsinn, gell? Die einfach nur ja, singen, damit sie auf der Bühne stehen. Es ist einfach seine einfache Art. Er ist also ist bei den Leuten also wirklich angenehm. Ja, andere sind so arrogant. Der ist überhaupt nicht arrogant. Überhaupt nicht. Eben weil er von klein auf und von Ohren auf groß ist worden. Also ich finde das fantastisch. Fantastisch. Es kann nicht mehr so. Dabei ist es Semino Rossi nicht wichtig, vor wie vielen Menschen er auf der Bühne steht. Ihm ist es wichtig, die Menschen in seinen Bann zu ziehen und dabei authentisch zu bleiben. Es ist immer schön, auf der Bühne zu sein. Ich bin auch gewohnt, für 30 Leute zum Singen. Ich habe damals ganz kleine angefangen und ich weiß, was auch bedeutet, für weniger Leute zu singen. Das bedeutet nicht, dass, weil die Saale groß ist oder mehr Menschen in einer Saale sind, die Konzert anders wird. Die Emotion, das Lied und das Gefühl ist das gleiche, ob ich für 100 Leute singe oder für 8000 Leute singe. Ich glaube, Ehrlichkeit, das ist der wichtige Wort. Ich glaube, das hat meinen Erfolg bestimmt. Ich bin ehrlich auf der Bühne.